Servus und Hallo hier direkt vom Video Day in der Längstes Arena in Köln. Wie ihr schon sehen könnt, da draußen ist eine Riesenschlange, die wollen alle noch rein. Und genau, wir machen hier jetzt mal kurz so, schauen uns ein bisschen um, warten mal, dass die ganzen Leute reinströmen, weil hier ist echt viel los und berichten euch noch weiter vom Video Day. Viel Spaß! Direkt vor der Längstes Arena in der Schlange zum Video Day und ich stehe hier mit wem? Mit Letu. Janine. Und wie lange steht ihr jetzt hier schon? Ungefähr 1,5 Stunden. Ja. So ungefähr, ja. Okay, und habt ihr jetzt die Karten spontan noch gekauft oder habt ihr vorbestellt? Nee, die hatten wir halt schon vorbestellt. Okay. Auf wen freut ihr euch ganz besonders? Was sind so eure Lieblings-YouTuber? Ja, ganz verschiedene. Ja, JCD oder. Ja, weiß ich nicht. Die Floyd. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig auf Giga, die Games-Redaktion, LeFloid und ApeCrime. Okay, was erhofft euch so vom Video Day? Viele Fotos, viele Autogramme, sich ein bisschen mit denen unterhalten zu können und halt einen schönen Tag. Ja. Gut, viel Spaß euch noch hier auf dem Video Day und genau, hoffentlich trefft ihr noch viele YouTuber. Also wir stehen hier mitten in der Schlange vom Video Day und ich habe hier neben mir den Till. Den Till. Wie lange stehst du eigentlich jetzt schon in der Schlange? Ja, ungefähr 3 Stunden. 3 Stunden? Seid ihr extra hierher gereist oder seid ihr Kölner? Nee, wir sind extra hierher gereist. Also er kommt aus Berlin und ich komme aus Nürnberg. Nürnberg, das ist fast um die Ecke. Also hier Coburg, Bamberg kennst du vielleicht, oder? Ja, Frankenland, ja. Wunderbar. Was erhoffst du dir heute vom Video Day? Was sind deine Lieblings-YouTuber zum Beispiel? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich LeFloid, iBloody und viele andere YouTuber treffe und dass die alle hier auf meine PSP unterschreiben. Das ist natürlich geil. Warst du auch auf der Gamescom? Ja, da war ich gestern und wir haben noch vor, mit ihm zusammen da hinzugehen am Sonntag, morgen. Ziemlich cool dort. Stimmt, das ist die einzig richtige Entscheidung, was man hier machen kann im Moment in Köln. Was denkst du, wie lange wirst du noch warten müssen? So wie es momentan aussieht, ich glaube nochmal 3 Stunden. Kann passieren. Aber zumindest hast du jetzt schon mal ein Interview mit uns gemacht.
Und neben mir steht Julia, besser bekannt als Sexy Julia. Und wollen jetzt mal so ein bisschen ausquetschen über den Video Day. So, Julia, du bist jetzt hier am Video Day. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir so mit deinen ganzen Fans und so? Ach, mir geht's ganz gut. Ich bin total happy, dass ich wirklich so viele Fans habe. Ne? Also du siehst das ganze Jahr sowas nicht, bist die ganze Zeit unterwegs oder auch zu Hause und dann kommst du auf einmal hierher und siehst hier so ein schönes Haufen. Und vor allem Haufen von Mädels, ne? Ich frage mich, wo die ganzen Jungs sind. Wo sind sie? Ich habe mich extra schick für euch angezogen. Na, seht ihr. Also, herkommen hier zu Julia. Genau. Ja, zum Beispiel meine Mädels. Ja. Und wo hast du deinen Sohn gelassen? Mein Sohn ist bei meiner Mama. Er hat jetzt 3 Wochen Ferien, ne? Kindergartenzeit ist jetzt um. Und der macht jetzt die Woche Urlaub bei der Mama. Und kommt morgen wieder. Wollt ihr mitkommen, oder? Hierher? Ja. Nein, für solche Sachen nehme ich ihn auf gar keinen Fall mit. Also so einen Stress muss er jetzt nicht haben. Und dann müsste er hier in der Ecke sitzen und gucken, wie die Mama hier Autogrammkarten unterschreibt. Da könnte ich mich nicht auf die Zuschauer konzentrieren, da müsste ich alles für mein Kind machen, damit es ihm gut geht. Das geht nicht. Also das muss man ja schon ein bisschen unterscheiden. Ne? Ja. Was erhoffst du dir so heute vom Video Day? Was ich mir erhoffe, also ich weiß ganz genau, dass ich heute noch ganz viele Interviews führen werde, dass ich noch ganz, ganz viel Kraft haben werde und Autogrammkarten. Und dass die Zuschauer mich weiterhin mögen und mich lieb haben. Weil ich schätze das, was ich hier habe und da sollte man es auch tun. Hast du später noch einen Auftritt auf der Bühne oder bist du jetzt hier nur Autogrammkarten schreiben und so ein bisschen Smalltalk? Ja, ich habe glaube ich einen Auftritt auf der Bühne. Ich werde jetzt nicht rumtanzen oder sonst noch was machen. Ich werde einfach interviewt, so wie jetzt gerade. Genau. Gut, vielen Dank dir für das kleine Interview. Ja, du. Clemens, Matthias. So, ihr zwei spielt jetzt gegeneinander Schnick, Schnack, Schnuck. Wir haben noch eine Karte, der Bessere gewinnt. Also und los. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Oh, verdammt. Schade. So. Eine Karte. Dankeschön. Bis jetzt habe ich, also ich bin die Treppe runter und weiter bin ich noch nicht gekommen, aber ich denke, das wird Bombe. Ich war gestern auf der Gamescom und ich war natürlich auch bei der Video Day Academy, habe mal geguckt, wer so da ist und wer Vorträge hält und habe sogar 2 Vorträge geschafft, einmal von Juba und von Maniac, Butz und Jan von 61 Minuten Sex, das habe ich mir angeguckt.
So, ich stehe hier mit Ben Salomo von Rapper Mittwoch. So Ben, wie geht's dir so? Ey, wunderbar, super. Ich bin nicht müde. Und so auf dem Video Day, bist du jetzt hier privat so da oder machst du irgendwie für Rapper Mittwoch was hier? Nö, ich bin privat hier so am Rumlaufen, wurde hier mal eingeladen, mir das mal anzugucken. Hier gibt's ja ein paar Kollegen, die von mir hier arbeiten und ich finde das sehr spannend, was hier so passiert. Wie gefällt's dir so bisher? Also ich finde das cool so. Also hier trifft man viele junge Menschen. Einige davon kennen tatsächlich Rapper Mittwoch. Das hat mich sehr überrascht. Ja, ich finde es lustig. Okay. Unterhaltung. Aber jetzt in der Rolle von Rapper Mittwoch habt ihr sonst nichts zu tun mit You Today, oder? Naja, also ich meine, wir gehören ja, wir sind ja auch ein Teil von YouTube, ne? Und vielleicht sind wir irgendwann mal auch hier, aber im Prinzip, so konkret, habe ich jetzt nicht irgendwie hier meinen Stand oder sowas. Ich bin hier einfach nur so als Gast, so wie du. Nee, du arbeitest ja hier. Ich bin Gast. In Zukunft mal irgendwas geplant, vielleicht mit irgendwelchen Rappern oder so? Mit irgendwelchen Rappern. Dass die hier vielleicht auftreten oder keine Ahnung? Ja, wer weiß. Ich meine, wenn der Videoday mich fragen würde, ob ich hier ein Battle auf der Bühne veranstalten würde mit irgendwelchen Rappern, mit Woche-MCs, vielleicht eine Battlemania Champions League, ein Battle hier, wäre ich sofort dabei. Übrigens, eine coole Idee. Hast du eine gute Idee gehabt? Ist eingefallen, ja genau. Ja, wen habt ihr denn schon getroffen? Oh, wir waren eben bei Sexy Julia, haben die so ein bisschen ausgehört. Sexy Julia, von der habe ich viel gehört. Ich habe noch nichts von der wirklich gesehen. Aber sie ist sexy, ne? Habe ich gehört. Ja. Oder? Hat ihren Namen Ehre. Hat einen schönen Popo, habe ich gehört. Okay, ich habe es gesehen. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich habe es gesehen, ich oute mich. Ja, okay. Julia hat einen süßen Po. Hat sie. Ich weiß es, Julia. Haben sie auch interviewt. Ja, oh, guckt sie das? Ja, die guckt es. Hi, Julia. Du hast einen süßen Po. Ist so. Jetzt weißt du es. Mein Salomo mag dein Po. Ist auch süß, aber nee. Nee, kein Aber. Süß. Kein Aber. Nee. Da will man nicht rumabern, ganz ehrlich. Sehr sexy, sehr, sehr sexy. Komm mal zu Rapper Mittwoch. Wir brauchen noch MCs. Weibliche Rapperinnen mit süßen Po. Die sind sowieso sehr selten. Weibliche Rapperinnen sind fast gar nicht da und die haben fast nie einen süßen Po. Also zumindest nicht in Deutschland. Okay. Hattet ihr schon mal ein paar Frauen da bei Rapper Mittwoch? Ja, die waren auch durchaus gar nicht so schlecht, aber nicht mit dem Po. Okay. Ja, muss man mal schauen. Vermisst du meinen Rapper Mittwoch? Weil ihr habt ja mit Sommerpause so, ist ja gar nichts am Laufen. Ja, ich habe voll Entzugserscheinungen. Ich will eigentlich die ganze Zeit rappen. Würde jetzt hier ein Hip-Hop-Beat laufen, ich würde sofort anfangen rum zu freestylen. Also ich habe tatsächlich echt Entzugserscheinungen. Diese 2,5 Monate, ich freue mich, dass es bald wieder anfängt. 18.09. kommt zu Rapper Mittwoch, checkt unseren Channel, subscribed, abonniert, keine Ahnung, ihr wisst schon, was man alles damit macht. Und kommt zu Rapper Mittwoch live, weil das Battle in der Champions League, Battle Boy Bassi gegen P6, sollte niemand verpassen. Ja, das ist schon ordentlich, habt ihr das aufgefahren? Ja, auf jeden. Also ich denke, es wird Zeit, auch dieses Battle Rap Ding live vor allen Dingen auf eine neue Ebene zu bringen. Ja, und mit den beiden ist auf jeden Fall, denke ich, meine Ansage. Das sind sehr krasse MCs. Gleich neue Idee, live von hier vom Video Day. Ja, also dann erst in einem Jahr, weil ist ja erst wieder in einem Jahr, aber ich könnte es mir vorstellen, ja, warum nicht? Sowieso, moderieren, Mikrofone, Kameras, liebe ich ja alles. Und davon ist ja eine Menge da, würde ich sofort machen. Gut. Vielen Dank dir für dein kleines Statement, viel Spaß. Voll gern. Hey, und checkt auch deren Jungs, ihr Kanal ist auf jeden Fall nice und sind echt coole Jungs. So, ich stehe hier neben David von giga.de. Du warst auch auf der Gamescom. Ja. Was war so das Highlight der diesjährigen Gamescom für dich? Ich habe jetzt ganz viele Spiele gesehen, die von den neuen Next-Gen-Konsolen irgendwie kommen, also Xbox One und PlayStation 4. Und da war ich tatsächlich total begeistert, wie gut die aussehen. Also Assassin's Creed 4 ist leider so ein Beispiel, wo die Grafik noch nicht so ganz aufschließen kann. Aber bei Titanfall oder bei The Witcher 3 zum Beispiel ist der absolute Hammer. Das sieht richtig gut aus.
Und mein Favorit war Mad Max. Mad Max, im Auge behalten. Genau. Video Day dieses Jahr, bist du das erste Mal hier? Ich bin das erste Mal da, genau. Letztes Jahr sind wir schon zu früh abgereist und jetzt sind wir ja erst bei YouTube ein bisschen größer. Ist groß. Es ist groß und es ist viel und es ist anstrengend, aber sehr schön, weil ich muss sagen, dass jetzt hier diese ganzen Leute sind, die endlich einem auch mal ins Gesicht gucken und sagen so, ey, das ist cool, was du machst und einen umarmen und so, das finde ich überwältigend, finde ich großartig. Also ich habe seit 4 Tagen sehr viele Glückshormone im Körper. Sehr schön. Das ist ja dann auch für dich eine Umstellung, oder? Von früheren Giga, das war ja nicht so persönlich. Oder habt ihr da auch solche Fan-Anstürme gehabt auf der Gamescom zum Beispiel? In den ersten Jahren nicht. Also ich erinnere mich, als wir vor 3 Jahren angefangen haben, mussten wir mit Stickern rumlaufen, haben die verteilt, Giga ist wieder da, denn die gab es ja 2 Jahre nicht mehr, nachdem die aus dem Fernsehen raus sind. Und da kannte uns niemand. Jetzt nach weiteren 2,5 Jahren stehe ich hier und umringt von Leuten, überwältigend, kann ich nicht anders sagen. Könntest du dir auch vorstellen, privat jetzt als privater YouTuber Videos zu drehen oder sagst du, das ist doch mehr jetzt mein Job und ich trenne das Privatleben von meinem Job komplett? Die Idee hatte ich schon häufiger. Das Problem ist, dass ich von Giga wirklich eingespannt bin. Ich glaube, man kann seinen Job nur dann gut machen, wenn man wirklich 100% dabei ist. Und wenn ich nebenbei aber noch privat eigene Projekte mache, dann funktioniert das nicht. Und da ich mit vielen anderen YouTubern, wie zum Beispiel mit Robert von DVD-Kritik oder der Marie von Trigger zusammenarbeite oder den Jungs von Techscalibur, das mache ich alles schon in meiner Freizeit. Deswegen, ich hätte eigentlich nicht viel mehr Zeit, noch was anderes zu machen. Lust hätte ich schon, aber Zeit fehlt nicht. Außer ich höre auf zu essen und zu schlafen. Vielleicht geht das ja. Gut, das wollen die Zuschauer nicht und ich auch nicht. Andere Frage noch zum Thema Vernetzen, weil wir es ja gerade darüber hatten. Ihr seid ja jetzt auch im Mediakraft-Netzwerk und ihr habt die ja so ein bisschen auf die Schippe genommen mit dem einen Video. Ja. Wie haben die eigentlich darauf reagiert oder war das einfach, ja, war okay, war ganz cool? Die fanden das lustig. Also Christoph Krachten ist tatsächlich jemand, der sehr viel Humor hat und die haben darüber gelacht und das fand ich super. Es war ja auch nicht so gedacht, dass wir den irgendwie ans Bein pissen wollten. Wir wollten einfach mal, weil wir dachten uns, wir sind halt recht frech. Unser Ton ist nicht immer der netteste. Und wir testen einfach mal zum Einstieg gleich, wie weit man bei ihnen gehen kann. Und das kann man. Also, und deswegen, seitdem machen wir immer wieder kleine Seitenhiebe. Die stecken sie einfach sehr sportlich weg. Und das finde ich cool. Das finde ich, also Respekt auch an Mediakraft an dieser Seite, dass sie das so einfach ertragen. Wie viel Schlaf hattest du jetzt in der Gamescom-Zeit? Ja, also wir versuchen schon abends nicht zu lang zu machen. Also normalerweise weiß man ja, dass ich abends auch immer ein Schlückchen trinke, gerne einfach, um mal runterzukommen. Gehört auch mal dazu auf den Partys, aber die Partys haben wir uns dieses Jahr komplett geklemmt, bis auf eine einzige, damit wir wirklich auch ausgeruht sind am nächsten Morgen. Denn wenn ich hier so stehen würde, da hätte niemand was davon. 6 Stunden habe ich ungefähr geschlafen. Schade, jetzt wollte ich dich fragen, was die beste After-Messe-Party ist. Bei welchem Stand geht es so richtig ab oder bei welchem Publisher? Also die Sony Aftershow Party am Samstag ist eigentlich die, also heute Abend, die ist eigentlich die, wo immer am meisten Stimmung ist. Weil, das muss ich sagen, da kann man tanzen und ich tanze sehr gerne. Deswegen ab zur Sony Aftershow Party heute Abend wieder. Da betrinke ich mich dann auch. So. Genau, das wäre gesagt. Also erstmal danke fürs Interview und viel Spaß heute noch auf dem Video Day. Ich danke euch. Tschüss.
Aktion, ja? Ja. Pass auf. Wer von euch findet Joyce heiß? Ich sag's nochmal. Wer von euch findet Joyce heiß? Das sind drei, oder? Das sind schon drei. Lauter. Vielleicht verstehen wir uns, vielleicht aber auch nicht. Okay, jetzt wird es mal gezählt. Sie gibt sich anstandslos mit Jonas Mann die Katze. Sie zwinkert Theo zu, sie ist eine gute Tante. Es sind Menschen wie wir, nur wir sind nicht gut. Es sind Menschen wie du und es sind Menschen wie ich. Es sind Menschen wie wir, nur eine Hoffnung ohne Licht. Es sind Menschen wie ich und es sind Menschen wie du. Es sind Menschen wie wir, nur wir sind nicht gut. Oh yeah, was geht ab? Schon gesehen, die Bude ein bisschen einheizen mit Gangnam Style. Kurz ein bisschen Tempo aus der Show nehmen, denn was ihr hier heute erlebt habt, das ist nicht selbstverständlich, weil, und das ist wirklich genau so der Fall gewesen, wenn hier nicht
ein Team, und zwar ein Team geschuftet hätte, wäre dieses Event nicht möglich gewesen. Die haben in den letzten, vor allen Dingen 3 Tagen, rund um die Uhr gearbeitet. Und ich möchte jetzt mal für das Team des Video Days, und die sollen jetzt alle mal bitte ganz genau hinhören, sich zurücklehnen und den Applaus genießen. Einen kräftigen Applaus für das Team des Video Days! Das ist für euch! Die haben wirklich einen fantastischen Job gemacht und auch heute am Tag so manche Klippe umschifft. Video Day nicht alles glatt läuft, das sieht man an diesem Beispiel. Die Dame hier, die hat versucht, heute mit ihren Töchtern hier auf den Video Day zu kommen, kommt aber jetzt doch nicht rein. Wie kam es eigentlich dazu? Also wir haben Karten bestellt und der Veranstalter hatte dann gesagt, dass es für die Eltern halt eine Eltern-Lounge gibt, wo die Eltern halt auf ihre Kinder warten können. Man hat uns nicht gesagt, dass die Eltern jetzt eine Karte brauchen. Also bin ich mitgekommen und seitdem stehe ich vor der Tür. Und Sie werden wahrscheinlich auch noch bis zum Ende der Show hier stehen. Ja, eigentlich bleibe ich hier und warte auf meine Kinder. Und ich bin also vom Ost- zum Westflügel geschickt worden und hin und her zum 10. Mal schon. Ob man mal auf die Toilette dürfte oder vielleicht sich was zu trinken kaufen kann, wurde uns einfach nicht gestattet. Und ich war ja auch nicht die einzige Mutter, sondern ich war ja noch mit einer anderen Mutter hier, die mittlerweile den Ort ja schon verlassen hat. Und ich werde mich da sicherlich auch nochmal schriftlich an den Veranstalter wenden, weil das muss besser organisiert sein, auf jeden Fall. Wart ihr letztes Jahr eigentlich schon da? Nein, wir waren letztes Jahr noch nicht da, aber ich habe heute ganz viele kennengelernt, die nächstes Jahr nicht wiederkommen werden, aus bestimmten Gründen. Es gibt da so gewisse Gruppen von YouTube, die hier waren. Deswegen sind wir auch angereist, na, möchte ich jetzt nicht wirklich sagen, aber die sich halt auch im VIP-Bereich zurückziehen und einfach den Kindern auch keine Chance geben, gesehen zu werden. Und das finde ich nicht gut. Also ich komme nicht wieder.
Gut, also ihr seht, es ist nicht alles so rund gelaufen. Zum Glück haben wir hier noch eine Abhilfe, können wir hier noch Abhilfe schaffen, weil wir haben noch ein Ticket, das können wir Ihnen zur Verfügung stellen, weil wir haben ein Gewinnspiel gemacht und das Ticket haben wir nicht losbekommen. Und Sie können das von uns bekommen, dann kommen Sie vielleicht doch noch rein. Das würde ich Ihnen dann überreichen, weil, wie gesagt, unsere Gewinner haben das nicht abgeholt bei uns und es ist jetzt abgelaufen und das übergebe ich Ihnen hier mal. Oh, da freue ich mich jetzt aber. Gerne. Vielen Dank. Dann kein Problem. Genau, können Sie mal rein und können Sie mal schauen, was Ihre Töchter machen. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Und bitteschön, gerne. Der Video Day 2013 ist jetzt zu Ende und ja, vielleicht ein paar Eindrücke von uns. Oder erstmal von meiner Seite, dann vom David. Also ich fand, es war halt jedes Jahr, wie jedes Jahr, ein bisschen chaotisch. Aber es ging dann zum Schluss. Also die Bühnenshow war top, die hat mir sehr gut gefallen. Das war besser als im letzten Jahr. Es war ein richtiger Moderator da, der hatte auch was drauf. Der wusste auch, wie man mit komischen Situationen umgehen kann. Der war flexibel. Das Bühnenprogramm, naja, kann man sich drüber streiten, ob man vielleicht manche Künstler, die im Nachmittagsprogramm waren, vielleicht in die Primetime gelegt hätte, wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Equitas zum Beispiel fand ich ein bisschen unpassend, dass er jetzt am Nachmittag spielt, wenn fast keiner da ist. Also ja, das sind so meine Eindrücke. Naja, und dann das ganze andere Zeug zwecks Soundcheck. Ich glaube, das erzählt euch mal lieber der David nochmal. Ja, genau, also wie gesagt, Video Day sonst so generell war eigentlich ganz okay, aber was halt echt so schief gelaufen ist, waren so Sachen wie, sie haben halt, also die Längstes Arena war einfach für diese Masse nicht geeignet. Also innen drin vielleicht, das ganze Stadion und so, das hat ja gepasst. Aber außenrum diese Ränge, also diese Stände, wo die ganzen Merchandise-Shops und alles waren, da waren, also da sollten 8.000 oder 9.000 Leute rein und das ist einfach nicht möglich. Das waren so 10 Meter breit vielleicht, wenn es hochkommt, ein Rundring. Dann waren auch die ganzen Stände von den YouTubern, das war einfach unmöglich. Du kamst nicht mehr voran, du kamst nicht mehr durch. Sie haben dann auch die Autogrammstunde abgebrochen von den großen YouTubern. Waititi hat erst gar keine Autogrammstunde gegeben, weil es eben auch so voll war. Apecrime und so sind auch dann nach einer Zeit weg und keiner konnte sich mehr Autogramm holen, was sehr schade für die Fans teilweise war. Und dann haben sie sich gedacht, naja, was machen wir jetzt? Die kommen draußen nicht mehr weiter, dann machen wir halt innen die Arena auf. So, das Problem ist aber, wenn die natürlich alle Playback üben und singen bei der Generalprobe und lassen dann die Leute rein, ist es ein bisschen scheiße. Und ich denke mal auch, dass es wahrscheinlich wieder einige Stimmen geben, die sich dann beschweren, weil es ist natürlich richtig scheiße, vor allem wenn du es dann merkst. Und ich glaube, der Einzige, teilweise waren die Leute drin und dann meint dann vorne der Regieangebung halt so gibt, der Regisseur so ein bisschen, ja. Meint dann so, ja, hier, cut und macht hier diesen die ganze Zeit und die Musik läuft weiter, die stehen hinter der Bühne und du denkst so, ja, wo kommt jetzt der Ton her, ne? Oder sie stehen auf der Bühne und haben das Mikro nicht in der Hand und da haben sich dann, glaube ich, auch ein paar Leute drüber aufgeregt. Also war echt schade. Und das war eine ziemliche Fehlplanung, also das war einfach totaler Müll. Was auch noch scheiße war, muss man ehrlich sagen, es gab so einen Elternbereich, so eine Elternlounge, da hieß es dann, ja, da dürfen die Eltern rein, und weil man muss ja, glaube ich, mindestens 14 oder so gewesen sein. Ja. Und waren halt viele Jüngere da, ist ja klar, es gibt ja auch Jüngere, die so Fans von Waititi und anderen großen YouTubern sind. Und hieß ja, die Eltern können da rein. So, da hatten wir auch ja, wie im Interview habt ihr es ja gesehen, die Leute halt einfach, die wollten da rein, aber sie brauchten eine Karte, um sich in die Lounge reinzusetzen. Vor allem, das ist nur ein Restaurant und ich meine, die Preise im Restaurant, da kann man sich drüber streiten. YouTube lebt ja davon, dass da Jugendliche produzieren, die haben wenig Geld, die gehen da von ihrem Taschengeld rein und dann kostet eine Cola 4 Euro irgendwas, 0,5. Wie kann sowas sein? Also da muss man sich dann schon mal überlegen, ob das Sinn macht. Und nochmal zu dem Programm mit dem Playback. Ich finde es halt schade, es sollte eine YouTube-Veranstaltung sein, dann tritt MC Fitti auf. Ich habe nichts gegen den Mann, ist ja alles schön und gut und gegen die Musik auch nicht. Oder Echo Fresh. Aber es ist halt einfach kein YouTuber. Was hat so einer dann auf einer YouTube-Bühne zu suchen? Also verstehe ich nicht. Ne, wir machen einen Video-Day, wir wollen YouTube feiern, wir wollen einfach Party machen. Aber dann doch mit YouTubern und nicht mit irgendwelchen Chart-Stürmern oder irgendwelchen normalen Musikern. Ja klar, kann ich mich nur anschließen. Was halt auch auffällig ist, dass viele jetzt anfangen, einfach nur noch irgendwelche Musik zu produzieren, Musikvideos zu produzieren, ist einfach nur noch komplett auf Kommerz ausgelegt, wo man teilweise merkt, das ist so viel nachbereitet im Studio und wahrscheinlich noch nicht mal selbst gesungen, wo ich mir echt so denke, warum gebe ich mir das eigentlich? Das war echt schade und man merkt halt, dass irgendwie 95% aller YouTuber damit jetzt anfangen oder das halt auch machen und einfach nur
die Musik gekauft wird, weil ihre Fans die einfach total hypen und vielleicht noch nicht mal, weil sie es, also klar, bestimmt mögen sie es auch, aber wenn ich jetzt einen normalen, der jetzt auf der Straße unterwegs ist, der die nicht kennt und wird ihm das irgendwie zeigen oder anbieten, ich wäre mir jetzt nicht so sicher, dass der das unbedingt kauft. Also ich glaube, da ist auch viel von den Fans dahinter. Da redet man immer von Schwarmintelligenz, also das ist für meine, aus meiner Sicht Verdummung der Massen, dass man jetzt sagt, hier, wir machen ein Musikstück und wir kaufen das einfach nur, weil es von XY kommt. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Bei den ganz Großen sage ich mal, okay, der Song, der hat wirklich Chart-Charakter, der ist gut, aber bei den Kleineren, wo ich sage, oder wo ich sage, Mensch, warum müsst ihr jetzt eigentlich noch einen Song produzieren, das ist einfach nur Kohle. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber gut, es ist halt, ja, was gibt's noch? Medien, zu den Medienvertretern, also wir haben viele Kollegen getroffen dort und die waren auch etwas sauer, wir auch, weil erstmal die Akkreditierung, also die Anmeldung nicht richtig funktioniert hat, dann die Bereiche für die Medienvertreter, die waren richtig gekennzeichnet oder auch gar nicht vorhanden. Dann die Security wusste null Bescheid, wer wo rein darf. Teilweise sind die eigenen Mediakraftleute da nicht reingekommen, wo sie eigentlich rein sollten. Das fand ich dann schon wieder lustig. Also das ist wirklich auf jeden Fall nochmal ein Verbesserungsbedarf, bevor man dann nächstes Jahr wieder eine Schippe auflegt und sagt, ja, jetzt wollen wir 50.000 oder 20.000 oder irgendwas. Da sollte man vielleicht dann doch erst nochmal auch in sich gehen von der Projektleitung von dieser ganzen Geschichte. Ja, hast du noch irgendwas zum Video, Day? Ja, was mir noch einfällt zur Security-Sache. Wir haben ja vorne, ist ja vor der Bühne so ein Pressegraben gewesen und ich bin da halt rein, um zu filmen und dann hat mich dann erstmal die Security rausgeschmissen, meinte, ja, ich habe keine spezielle Karte. Da waren noch 5 andere Medienvertreter drin, die hatten genau dieselbe Pressekarte. Und dann dachte ich mir auch so, was soll denn der Schmarrn eigentlich? Dann bin ich dann zur Leitung dahin, zur Presseleitung, hat die das geklärt. Dann habe ich mit dem Eventleiter gesprochen, der hat gesagt, ja, ich darf da filmen. 5 Minuten später will ich da wieder hin, das Security, nein, du darfst hier nicht rein, bin ich nochmal hinmarschiert. Also das war einfach null Absprache, die wussten von einem nicht zum anderen. Dann sind die noch diese Bändchen hier, die wir hier dran haben, sind noch ausgegangen. Irgendwie weiß war für normale Besucher, rot war VIP und schwarz war Access All Area. Nee, die hat jeder, echt? Ja, okay. Ja gut, auf jeden Fall sind ihnen irgendwelche Bändchen ausgegangen und dementsprechend mussten sie umdisponieren und haben dann so grüne Papierbändchen teilweise für die normalen Besucher genommen und so und das war einfach total drunter und drüber. Und Einlass um 10 Uhr war auch Pustekuchen, war glaube ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später. Also es hat mal gar nicht geklappt und naja, also das Einzige, die Bühnenshow war schon echt toll und ja, es ist wie gesagt so ein paar Verbesserungsvorschläge für nächstes Jahr, aber im Großen und Ganzen war es im Rahmen von okay, sage ich jetzt mal. Ja, also wir überlegen uns auf jeden Fall, ob wir nächstes Jahr nochmal hingehen. Also sicher sind wir uns da noch nicht. Ihr bekommt es auf jeden Fall dann gesagt auf unserem YouTube-Kanal. Ich würde sagen, es ist ja auch heute der letzte Tag hier in Köln. Wir reisen jetzt ab. Der Jo ist noch hinter der Kamera. Der ist auch schon etwas angeschlagen. Ich fange mal so an. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was wir produziert haben hier in Köln. War sehr anstrengend und Gamescom vor allem, genau, Video Day, Gamescom. Und mit dem Video Day endet dann auch die Woche in Köln für uns. Ja, bedanken möchte ich mich natürlich bei allen, die dabei waren, außer bei mir selber und natürlich bei unserem Gastgeber hier, wir haben super Wohnung, wo wir auch drehen dürfen, sehr gastfreundlich. Ja, bei allen, die wir getroffen haben, war echt lustig mit euch, ihr netten Kontakt, auch viele YouTuber, die auch sehr souverän reagiert haben bei den Interviews und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr die Woche fandet und wir hoffen mal, wir können es nächstes Jahr wieder machen. Vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen, aber versprechen möchte ich natürlich nichts. Willst du noch was als Schlusswort? Ja, so zu sagen ist, ich fand die Woche extrem geil. Es war halt so jetzt ein richtig großes Projekt, da haben wir echt drauf lang hingearbeitet und hatten so viel Spaß gemacht, diesen ganzen Content zu produzieren und einfach die ganzen Videos zu machen für euch und einfach diese Berichterstattung, das ist einfach mal, also das ist ganz anderes, so eine komplette Woche einfach, anstatt nur einen Tag dahin zu gehen. Also das war schon richtig cool. Wie gesagt, Gamescom, einfach richtig geil. Ich war jetzt auch selbst das erste Mal da, aber einfach nur eine Empfehlung hinzugehen. Vielleicht sehen wir euch ja nächstes Jahr da.